Bar ist. Keine Ahnung warum, fragt mich nicht. Es tut mir leid, aber ist halt jetzt so. Naja, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Eisen hier abbauen. Aber ich glaube, das war es auch schon, was sich an besonderen Rohstoffen jetzt hier in dieser Höhle finden lässt. Ne, da hinten ist noch was, das ist gut. Dann habe ich jetzt echt eigentlich auf der Karte bis jetzt Glück gehabt. Ich habe relativ viel Eisen gefunden, auch einiges schon an Kohle. Finde ich gut. Und, mal gucken, also ich habe jetzt wieder 9 Kohle. Ich habe 31 Eisen, also 31, das ist schon, finde ich, eine sehr gute Menge. Und, also ein bisschen Kohle fehlt mir jetzt noch, aber das lässt sich ja noch ändern. Und, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder hier hoch. Oder ich gucke gerade, ja, es ist noch Tag oder beziehungsweise wieder Tag, ich weiß es nicht genau. Ich habe hier unten ja nicht so ein gutes Zeitgefühl. Und ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt mal hoch, gucken. Was ist das? Ach ja, genau. Hier habe ich das alles, war Kohle. Richtig cool. Ich werde jetzt erstmal hochgehen, gucken, wie weit unser Glas ist. Dann werde ich den Durchgang hier herbauen. Und wenn wir das geschafft haben, werde ich mir eine große Mine bauen unten. Und dann werde ich auch mal gucken, ob ich es vielleicht schaffe, ein Skelett zu töten. Ich möchte nämlich endlich einen Knochen haben, damit ich einen Hund habe, der mir ein bisschen hilft. Ach so. Ah, ihr habt vielleicht gesehen, genau, wir haben hier schon 20 davon. Ich tue mal ein bisschen Holz als Brennmittel rein. Und damit lässt sich doch schon ein bisschen was anfangen. So. Na, das wird doch wunderbar. Okay, nein, wir wollen jetzt mal nicht zu optimistisch sein. Ich werde hier wieder das zumachen ein bisschen. Ach nee, war das jetzt dumm? Ja, das war dumm. Sorry, Leute. Ich wollte sagen, ich werde das hier so ein bisschen zubauen, weil es sonst einfach unnötig Glas verschwendet. Und der Dreck hier, der kann eigentlich... Wo ist meine Schaufel? Ich habe keine Schaufel mehr. Ich baue mir schnell eine. Oh, die Sonne geht auch gleich wieder unter. Ich nehme noch ein bisschen Glas mit. Baue mir schnell eine Schaufel. Zack. Zack, zack. Mach den Dreck weg und versuch hier. Ach, verdammt, es geht doch ein bisschen schnell schon. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Warte, ich mach das gerade hier noch weiter. Und hoffe, dass ich noch ungefähr fertig werde. Ja, ich mach hier, komm. Zack, und dann machen wir den da. Und dann bleibt das hier halt ein bisschen offen. Ich mache schnell eine Tür, damit von da nichts rein kann. Zack, 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 zack. So, damit haben wir eine Tür. Ich mache die gerne von da aus rein. Und wir legen uns schlafen und warten auf den nächsten Morgen. Also, oh, mich ärgert es echt, dass der Teil jetzt verloren gegangen ist. Mann, oh. So, wir gucken, ob hier irgendwo Mobs sind in der Nähe, die uns angreifen wollen. Schafi, du gehörst mir, ich brauch Fleisch und du droppst mal wieder nichts. Ich sehe jetzt keine Monster hier in der Nähe. Seht ihr welche? Nee, also ist gut. Und ich guck gerade mal, ob unser Glas schon fertig ist. Ja. Nicht fertig, aber doch schon einiges mehr. Und das heißt, zack, da haben wir den da.
Ja, doch, das ist gut. Da haben wir den Gang perfekt zu unserer Mine. Das heißt, von hier kommen jetzt erstmal keine mehr. So, dann werde ich noch gucken, wie man so einen Druckschalter baut aus Stein. Ich weiß es gar nicht genau. Ach Gott, wie baut man denn nochmal so einen Schalter? Wisst ihr, was ich meine, den man so in der Wand macht? Ah, egal, ich werde erstmal zwei für innen machen. Nee, weil ich baue außen immer einen ganz normalen Schalter. Was ist das? Ich baue außen immer einen Schalter an die Wand, weil sonst die Zombies und Skelette und so weiter drauftreten können und dann können die theoretisch in mein Haus rein. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Also ich glaube, ach komm, die zwei Sand lassen wir gerade noch durchlaufen. Hier, ja, irgendwie fehlt mir ein bisschen Kohle. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt hin ist. Das wundert mich gerade ein bisschen und ärgert mich eigentlich auch. Aber das lässt sich jetzt nicht ändern. Das Glas tun wir auch da rein. Das brauchen wir nicht mehr. Und damit ist das auch erledigt. Wir haben hier Holz. Jetzt kommt das Eisen rein und unsere Kohle. Und hier kommt noch das restliche Glas rein. Den Rest können wir, glaube ich, erstmal wieder mitnehmen. Und ich werde mal gucken, wie viel von der Uhrzeit her. Ja, genau, es ist noch morgen. Ich werde noch ein bisschen Holz holen. Das brauchen wir jetzt. Und hier vielleicht noch ein paar Samen. Die wir dann noch später in unserer Farm anpflanzen werden. Okay, die Ausbeute ist bis jetzt gering. Oh Mann, wie mich das ärgert, dass der nicht aufgenommen hat. Verdammt. Also, dass er aufgenommen hat, aber die Aufnahme verloren gegangen ist. Aber gut, das lässt sich jetzt nicht ändern. Ja, wie gesagt, ich nehme mit Fraps auf. Ich möchte eigentlich immer gerne länger am Stück aufnehmen. Ich hoffe halt immer, dass die Datei dann halt nicht zu groß wird, weil Fraps ja nach 10 Minuten hat er irgendwie schon 3 Gigabyte. Also nicht, dass ich jetzt keinen Speicherplatz hätte. Ich habe noch 200 Gigabyte oder so frei auf meiner Festplatte. Aber es ist halt doch bei so einer hohen Speicherzahl manchmal ein bisschen doof. So, wir holen jetzt noch hier das Holz und dann töten wir gerade mal die Kuh da hinten, wenn die nicht jetzt noch weiter wegläuft. Weil, wie gesagt, ich brauch eine Rüstung, ich will Leder machen. Ich brauche Leder, ich will eine Rüstung machen, so rum. Oh, die droppen alle nix, was ist das denn? Komm du jetzt aber, ich hau dir auf den Po, da musst du doch was droppen. Auch nichts gedroppt. Eine dunkle Höhle, in der Zombies sein könnten. Schnell weg. Ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und schön Samen sammeln, Samen sammeln. Du, 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 du. Okay, das soll erstmal reichen. So, wir holen uns jetzt hier noch ein bisschen Holz. Zack, zack, zack. Oh, da kommen wir nicht mehr dran. So, und von da noch. Und dann sollten wir erstmal wieder genug haben. Wir nehmen uns hier noch so ein bisschen die Blümchen mit, weil man damit nämlich, glaube ich, dann Dings Schafe und Wolle einfärben kann. Und, oh, also, was ist hier los? Hier spawnen so viele Tiere, das ist abnormal. Bei mir soll es ja nur recht sein, ich meine mal. Ich brauche das Leder. Oh, da ist ein schwarzes Schaf oder grau. Da können wir auch gerade die Wolle noch mitnehmen.
Komm her damit. So, und dann geht's erstmal wieder in unser Haus. Warum habe ich jetzt eigentlich Holz gesammelt? Ich habe es schon wieder vergessen, egal. Auf jeden Fall, das ist jetzt echt erstmal genug Holz. Das sollte eine ganze Weile ausreichen. Ich mache mir noch ein bisschen Stöcke, die man auch immer ganz gut gebrauchen kann. Und jetzt gucken wir mal hier, wie weit unser Eisen ist. Oh, wir haben schon 25 Stück. Das ist richtig gut. Daraus können wir dann auch schon direkt mal eine Eisenspitzhacke machen. Yes. Und ich glaube, wir machen direkt noch eine. Und eine Eisenschaufel. Ja, ich will es eigentlich nicht so verschwenden, aber so Eisengegenstände sind schon ganz in Ordnung. Und noch einen Eimer machen wir uns. Den kann man auch immer gut gebrauchen. Und jetzt kommt erstmal hier wieder die Samen, das Leder, das restliche Eisen, eine Spitzhacke, den Eimer, die Stäbe und ein Teil vom Holz kann auch weg. Das brauchen wir nämlich alles eigentlich nicht. Das ist viel zu viel. Was wir brauchen, ist das Glas. Ich möchte nämlich ein Fenster in mein Haus reinbauen, damit ich auch noch draußen gucken kann. So, und das verkleiden wir jetzt gerade. Was heißt verkleiden? Das setzen wir jetzt gerade mal wieder mit links zu. Und dann bauen wir uns hier noch so ein kleines Fenster rein. Obwohl, aus dem kleinen Fenster können wir jetzt eigentlich auch ein großes machen. Und das macht ja kaum einen Unterschied. Ja, das sieht doch besser aus. Und hier mache ich mir jetzt auch noch was Kleines. Obwohl, ich habe nur noch zwei Glas, das ist schlecht. Naja, wenigstens mit zwei Glas und Fenster. Das sieht doch schon irgendwie freundlicher aus, finde ich. Und dann gehe ich nochmal ganz kurz hier rein und wir könnten uns ja mal. Doch, wir machen uns mal eine Treppe. Und wir haben ja noch ein bisschen Holz dabei. Und dann könnten wir jetzt eigentlich auch schon mal nach einem zweiten Stockwerk gucken. Und den Aufgang mache ich, glaube ich, hier hin. Und dazu müssen wir. Da soll die erste Treppenstufe hin, da die